So, spiel mir. Ja, lieber spiel mir, vielen Dank. Spiel mir. Spiel mir, ja. Muss ein Jude sein. Der Name hört sich halt jüdisch an. Was willst du machen? So, hol mich hier raus. Ich hör mal, was? Was? Warte mal. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Warte mal, ich hol mal kurz Holz. So, 1000. Und dann baue ich 500 Bauholz. Alles klar. Moment. 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 Das hört sich echt lustig an. Ja, ich mach Bauholz. Entschuldigung. Ich dachte, du zählst deine Donations. Aber nur die über 50 Euro lohnt sich sonst nicht. Ach so, ja, Entschuldigung. Oh, Hashtag abgehoben. So. Ach da, ja, Tobi, ich habe da extra die Cam installiert. Xinder, so. Dankeschön, Xinder. Geil siehst du aus. Alter, bist du eine richtige Laufdoll. Warte, ich komme auch mal rein. Schade, geht nicht. Ich habe den Mund schon offen. Ach, schade, ich will. Jetzt weine ich. Wie ein japanisches Schulmädchen, guck mich an. Warte mal. Warte. So, so, JHHZ, dankeschön. Und jetzt, dankeschön. Warte, warte, ich mache hier nochmal ein paar Mana-Curse. Wie viel braucht man denn ungefähr? Hey, wieso kann ich nur zwei machen? Ich hab nicht genug Kupferbarren, das kann nicht sein. Fuck. Kann nicht sein. So, und lieber Vladdy, auch dir ganz, ganz lieben Dank, lieber Vladdy. So, ich mach mal 10. Ich hoffe, das reicht. Ich habe Fleisch. Fleisch. Fleisch, ja, Fleisch. Fleischstreifen in meiner Hose. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder besorgt. Also im Inventar. Ach so, okay, dann ist gut. Kann es sein, dass du irgendwelche Partys veranstaltet hast. Penisse. Ich weiß noch nicht, ob wir das so lassen, weil das sieht irgendwie... Sieht aus wie ein Horrorkeller. Also wie so ein Horrordachboden. Ja, ja, wenn man sich jetzt, wenn man da lang geht, dann drehen die sich alle um. Boah. So. Jumanji. Oh, Geschlecht ändern. Was? Man kann bei den Dingern das Geschlecht ändern. Nice. Ich kann die auch umbenennen. Okay. Was denn? So falsch aus. Warte mal. Alter. Warte, warte, lass die Mütze mal drauf. Okay. Wo ist denn jetzt hin? Hä? Das geht schon. Das sieht so gut das geht schon aus. Klar. Aber kann man die nicht einfach. Ich meine. Lass uns das Ding bitte oben aufs Dach stellen. Ja, ja, warte, warte, warte. Das sieht so majestätisch aus, warte mal. Das ist eine Phönixfigur. So. Kann man doch bestimmt hier was machen, oder? Warte, wo ist denn der jetzt? Das sieht schon gut aus. So. Ich würde es so gerne vielleicht von der anderen Seite sehen. Könnte ich mal vielleicht. Alter. Guck mal, das sieht aus, als würde er an den Ketten hängen, oder? Wenn man das. Geht das? Ja. So. Boah. Das sieht schon nice aus. Willkommen beim Mieterbund. Ja, ja genau, genau so. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, doch. Ich würde vielleicht noch, So. Am besten noch so ein Schild drunter hängen. Unser Jesus. History Reborn oder so. Sleepwalker, Zwergenrettungsschirm, immer auf die Kleinen. Lieber Sleepwalker, ganz, ganz lieben Dank. Und lieber Idris, wie immer ganz lieben Dank für den Host. 25 Leute vom Idris kamen gerade rüber. Liebe Grüße an die 25 Leute vom Idris. Hallo. Hey, was macht der Scheißvogel da? Und Ropur. Ropur? 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 Dankeschön, Ropur. Ropur? Ropur? So. Ich muss ja noch stimmen. Ja. Ich habe ja noch. Ach ja. Wir haben, glaube ich, noch sehr, sehr viele Klamotten übrig. Tschüss. Jetzt weiß ich nur nicht genau.
Oh, Tobi, du musst was fratzen. Hä, wo ist mein Huhn? Matt? Die Henne ist weg. Vielleicht ist sie abgehauen. Du hast einen Zaun musst du machen, damit die nicht abhaut. Ja, aber... Hier ist doch eigentlich zu. Huch, wo ist denn... Hä, wo ist denn das Manneke? The Saint Hell. Dankeschön, Saint Hell. Merci. Hä, warum sieht man das nicht? Ach, da oben ist die Henne. Alles klar. Ach so, deswegen. Hier, stell dir mal einen Freund dazu. So. Die verstehen sich bestimmt super. Oh, ich habe noch einen Bären dabei. Eine gefüllte Fangkapsel mit einem Bären. Ja, habe ich. Ich habe mein Dings auch gerade hier vorausgeworfen, mein Fuchs. Oh, okay. Ich sag halt, der versteht sich bestimmt super mit dem Huhn. Waffen kann man nicht ausstellen, ne? Die könnten wir hier oben vielleicht ausstellen. So, Simon Ultur. Ich danke dir, Simon Ultur. Oh. Was passiert, wenn mein Geschlecht ändert bei Manneke? Ich glaube dann, ne, momentan offenbar nicht viel. Scheint nicht so zu funktionieren. Ausrüsten, Kosmetik. Ach so. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Tobi, du musst was essen, ne? Ja, ja. Hä? Wie siehst du denn jetzt aus? Warum, Tobi? Wie siehst du jetzt aus? Ich hab nichts zum Anziehen gerade. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Hast du alles weggegeben an die Wohlfahrt? Ja. Oh, na gut. Ach nee, warte mal. Ich hab ja noch irgendwo die... Ich hab ja noch irgendwo die... Ach nee, erstmal esse ich was. So. Und Maximum Changed. Auch dir vielen Dank, Maximum Changed. Merci beaucoup. Und liebe Grüße zurück nach Friedrichshafen. Ich mach mal ganz kurz... Hier, das gefällt mir ehrlich gesagt noch nicht so gut. Oh, eine Backkartoffel. Die stehen da einfach nur rum. Und CJ. Dankeschön. Oder CG. CJ. Dankeschön. So, für Waffen hast du doch dein Schildmod. Ja, ja, damit habe ich glaube ich noch nichts gemacht. Da muss ich mal gucken. Ich wollte jetzt mal ganz kurz schauen, ob wir vielleicht die Dinger irgendwie... auf was draufstellen könnten, was? Peter 1982, ja. Obwohl, weiß ich gar nicht. Der Peter Hyper ging eigentlich auch gut. Der ging eigentlich auch ganz gut. Worauf stellen wir den Sachen denn? Was denn? Nee, das sieht nicht gut aus. Meine Ferse hat gerade gejuckt. Oh, Tobi, das ist ein Anzeichen für Altersschwäche. Nein. Ja, es tut mir leid. Es geht vorbei mit dir. Es geht vorbei mit dir. Wirst du den Stream genauso auf YouTube stellen oder wirst du ihn noch schneiden? Der kommt genauso auf YouTube und bei Tobi wird er geschnitten. Eisen vorbei, sehr schön! Geschnitten. Kannst du dem Engel noch dein Shirt anziehen? Mein Shirt? Mein Shirt? So, BG Kalisto, dankeschön. Mein Shirt? Das sieht so schön aus. So. Aber irgendwie sieht's cool aus. Ayana, dankeschön, Ayana! Ja, sieht schon cool aus. Vielleicht mache ich hier jeden zweiten nur so ein Eisending, dann sieht das ein bisschen geriffelter aus. Sieht, glaube ich, besser aus. Aber jetzt würde ich gerne... Tobi, was machst du gerade eigentlich? Ich hole gerade ein bisschen Klamotten noch aus diesem Schiffsding. Ah, super. Ich habe auch noch Klamotten mit in der Kiste irgendwo. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass da irgendwas war. Ja, ich habe die aus dem alten Haus geholt. Ich hoffe, ich habe die Kiste. Doch, das müsste die Kiste sein. Große Holzkiste. Ich mach mal hier schon mal hin. Ich lasse die erstmal jetzt hier stehen. Jo, da sind viele Klamotten. Moin. Guten Tag. Schicke Mütze. Danke. Wo sind die Dinger? Ich wollte die noch auf Podeste stellen, damit das besser aussieht. Alles aber ich weiß noch nicht genau, wo ich die Podeste mache. Hier ist so eine Kiste, da kannst du Klamotten reinschmeißen nach Herzenslust, Tobi. Geil. Geht alles super. Wenn das da alles reinpasst, natürlich. Ja. Super. Das passt schon. Und Rheinländer. Dankeschön, Rheinländer. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Ich suche was zum Draufstellen. So podestmäßig. Was können wir dafür nehmen? Ich schau mal kurz in unsere Bastelkiste hier. Stahlträger vielleicht? Also, was denn? Alter. Das ist die hässlichste Kombo, die ich je gesehen habe. Das sieht wirklich ultra hässlich aus, Tobi.
Wobei, warte mal, das hier sieht noch beschissener aus. Weiß ich nicht. Kann man sich dran gewöhnen? Dieses komische Ding hast du gefunden, ne? Diesen Tauchhelm oder was? Nein, diesen komischen Unteranzug, der so aussieht wie ein Hai. Achso, das kann sein. Das ist Steindach, auch dir schön Steindach. Hui. So, warte, worauf stellen wir denn? Worauf stellen wir denn? Vielleicht hier auf Säulenblöcke? Aber die brauchen, glaube ich, ein Zweierding, ne? Und diese, pass auf, ich probier mal ein paar Sachen aus hier. Du siehst voll schwanger aus jetzt. So. Der Schweizer! Was? Der Schweizer! Ganz, ganz lieben Dank mal wieder. Aber du hast doch, für heute hast du doch Verbot. Du darfst doch nicht mehr. Du hast schon voll übertrieben vorhin. Vielen Dank, lieber Schweizer. Du aller Übertreiber. Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. So ist's. Schweizerdeutsch. So, so sehen die dann aus. Ich glaube, die sind gar nicht mehr so schlecht. Obwohl, ich glaube, das kann man machen, oder? Zwei von den Dingern? Oh! Das Huhn hat ein Ei gelegt, ne? Ja! Ja, habe ich mir gedacht. Eins, zwei, drei, vier. Was kann ich mit dem Ei jetzt machen? Wieder hinlegen, dann schlüpft er noch eine. Später was kochen, aber du musst aufpassen, das läuft auch ab. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Das ist, glaube ich, zu viel Platz dazwischen, oder? Was denn? Ich wollte es nicht essen. Tobi? Hast du das Ei gegessen? Ja. Und es war köstlich. Oh, Tobi. Der Aufschrei, der vegane Aufschrei im Lande wird ganz groß sein. Ich würde es wieder tun. Ich bin enttäuscht wie erschüttert. Tobi, enttäuscht wie erschüttert. Ja, dass du mir nichts übrig gelassen hast. So. Okay, wir brauchen Wolframbarren, wir brauchen Watte und Leder. Was willst du machen? Omelette? Nee, die bessere Rüstung, die nächstbessere. Ah, okay. Boah, okay, das hier ist ein bisschen ätzend hier gerade mit den Säulen. Blub, 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 aber egal. Guck mal, das geht mit den Säulen, ne? Das sieht schon ganz cool aus eigentlich. Oh, das sieht besser aus, ja. Und zwischendurch, blub, blub, das hier ist ein bisschen nervig. Aber zwischendurch kann man eine machen, die vielleicht ein bisschen höher steht. Ja. Ja, ja, ja. Das schaut fantastisch aus. So, Casey! Plüschlurche. Ja, ja, ja. Definitiv. Ein definitives Ja. So ein definitives Ja. Danke, lieber Maidik. So. Soll ich in den unteren Dings hier einfach mal ein paar Waffen reintun? In den unteren was? Wo? In diesen komischen Schrank. Achso, ja, das wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Okay. Ich sortiere aber mal nach Wurfwaffen und nach normalen Waffen. Boah, das sieht voll cool aus hier. Da will ich wechseln. Dibi! Dankeschön, Dibi! Ausrüsten, Kosmetik. Hören Sie mal! Ja? Guten Tag, ich komme von der Polizei. Jetzt sieht man ja gar nichts hier. Oh, ich bin Sondereinsatzkommando. Was ist hier los? Haben Sie geklaut? Ich hab nix. Tschüss. Sie sehen aus wie ein Dieb. Ich was hab haben nix. Sie dabei? Ich hab doch gerade gesehen, da ist doch gerade. Ich hab nix. Hallo, bleiben Sie mal stehen. Nix. Hallo. Ich hallo, hab nix. Hallo. Stehen bleiben. Na gut, Sie sehen doch relativ unschuldig aus. Ich hab nix. Aber. Wo ist er hin? Oh, was ist das? Hast du geklaut? Hast du geklaut? Hände hoch, Sie sind umstellt. Ich bin ein Fuchs. Bitte Hände hoch. Ich weiß, Sie sind da drin. Bitte Hände hoch jetzt. Schnauze! So, kann man hier schon was... Seidenfasern. Cool. Seidenfasern. Ich muss was essen. Tobi, du musst healen, ne? Also leg dich mal ins Bett am besten. Oh, haben wir ein Bett? Sicherlich, denn wir sind sehr bedacht darauf, alles richtig zu machen, Tobi. Wir werden mehrere Betten haben. Voll das moderne Haus, weißt du, jetzt gehe ich hier unten im Heu pennen, ne? Irgendwas läuft hier falsch. Ja, wir haben alles, nur kein Schlafzimmer. Ja, und dann machen wir hier noch 50 Statuen mit MHDH. Team Grobi, was ist da denn schon wieder los? Oh, frag nicht.
Was heißt denn, warum Grobi? Das ist... Erzähl mal. Ach, ja, ja, Gronkh und Tobi ist Team Grobi jetzt neuerdings, weil ich vorhin zufällig was im Einsatz hier hatte. Was denn? Willst du es wirklich wissen? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch so hinkriege. Tenko Fox, dankeschön, Tenko Fox! Bei uns regnet's rein. Ja, ja, ich weiß. So. Mist, ich krieg die Stimme jetzt nicht mehr so hin. Da! So, dann baue ich ja mal! Ich krieg die Stimme nicht mehr hin, scheiße. Da, dann baue ich ja mal! Dann baue ich ja mal! Oh, wie geht das alles hier? Oh, ist das die Kamera? Hallo? Soll ich da einen Stream jetzt dafür gucken? Das ist so geil. Es ist einfach so geil, Tobi. Ich kann es dir gar nicht sagen. Es macht einfach so viel Spaß. Was hast du da? Das ist besser als richtig Stream. Guckst du gerade bei mir rein, zufällig? Warte. Ich mach an. Ja, warte. Ich weiß, wenn die Unterkiefer bewegen, aber das kann ich noch nicht. Jetzt, sag Bescheid. Ja. Da! Hallo, Tobi! Dein Spiel ist Starbound! Er ist so gut! Ernsthaft? Es ist so gut, Alter! Also, wie geil! Es ist einfach das Beste! Vor allem noch ein Superman! Wie gut! Alter, super Grobi, Alter! Das ist super Grobi! Das ist einfach so geil! Boah, das Ding ist ja cool. Ein kleines Mädchen hat Probleme mit ihrem Computer! Da werde ich helfen! So. Dumm-di-dumm-di-dumm! Dumm-di-dumm-di-dumm! Alter, das ist das Beste einfach! Alter, das war der beste Kauf, den ich in langer Zeit gemacht habe, glaube ich. So. Alter, ich muss das unbedingt mal... Oh, Tobi? Ja? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, unser Haus läuft voll. Alter, was für ein dummer Architekt war hier am Werk. So, alles klar, Problem ist gelöst. Ja, perfekt. Aber warum läuft das voll? Ja, weil es oben reinregnet natürlich. Das ist noch ein bisschen doof. Und gerade bei Sturm. Oh. Ach, hier. Oh. Ich will jetzt unbedingt noch ein Krümelmonster haben. Boah, oder so ein Ganzkörperanzug für Samson einfach. Boah, das wäre ganz furchtbar. Hallo. Dummi. Ah nee, das war was anderes. Samson war immer Freitag, feiert 18. Hallo, Kinder. Uiuiuiui. Tiffy, Herr von Bödefeld. Ditte hier und dann... Mach mal das hier, keine Ahnung. So, kann man ja später noch richtig sammeln. Mit Floki, auch dir ganz lieben Dank, mit Floki. Und Husky Blaue Augen, Elone und Akiatoru. Ganz, ganz lieben Dank. Dankeschön. Das Tagebuch eines Letia, Minenarbeiters, der mit einem Schrecken eingesperrt wurde. Okay. Und Patrone auch dir, dankeschön. Was hab ich? Was? Ach ja, Bibliothek müssen wir auch noch machen. Ach ja, mit den kleinen Regalen, die wir noch haben. Ja, die kleinen Regale kannst leider nichts reinpacken. Das ist so doof. Echt nicht? Leider nicht. Das ist irgendwie schäbig. Wo hast du denn die Zwergenbälle hingetan? Wurfgegenstand? Ach, das sind die Dinge. Ah, okay. Blä. Ah, die Starbound-Musik fehlt. Was denn? Das mit den Zwergenbällen ist so mies eigentlich. Ob man das so einen Autowerfer machen kann? Oh. Das ist so böse. Die ganze Und trotzdem hast du Spaß dabei. Ja, klar. Zack. Boah, eigentlich mal ist das Inventar ein bisschen aufgeräumt. Das tut echt gut. Ah, das ist doof. Der passt da nicht mehr hin. Vielleicht räume ich die doch mal ein bisschen enger zusammen hier später.
Macht lieber Häuser mit den Zwergen. Ach, wir haben ja ganz viele. Du hast meinen Namen richtig ausgesprochen. Ja. So, was machen wir denn? Das Gute ist, dass die Puppen jetzt die Klamotten anbehalten. Also wenn man die jetzt aberntet quasi, dann behalten die Klamotten an. Man kann die dann später einfach anders umräumen oder wie auch immer. Oh, ist ganz cool.